Runde 4 in aktuellen TV, das heißt Tod imperiale Vergeltung, läuft. Es sind noch 18 Stunden Zeit und ich will schauen, ob in dieser Runde auch die Geonosianer ihre volle Leistung rausholen können und wieder mal alle Wellen auf Auto schaffen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars Galaxy of Heroes Let's Play Phase 2. Ja, momentan dreht sich auch alles wieder um Star Wars Galaxy of Heroes. Ja, ursprünglich habe ich ja eigentlich den Plan gehabt, dass ich nach Level 85 ein bisschen kürzer trete. Dieser Plan geht definitiv nicht auf. Da kommt viel zu viel Zeug und es passiert jeden Tag immer wieder was Interessantes. Und da ich ja das Ganze auch als Let's Play mache, sollte natürlich auch alle beteiligt werden. So. Ich habe euch ja am Ende des letzten Videos ja gesagt, dass ich eure Kommentare beantworten werde und zwar direkt im Video. Normalerweise mache ich das dann in Zukunft, am Ende. Heute mache ich das mal am Anfang, weil das ja auch parallel läuft mit der Sache, was jetzt dann gleich kommen wird. Also, fangen wir an. Und zwar hat der gute Userk 411 mir eine sehr interessante Frage geschickt. Wieso 6 kritische Schadenmods auf einen Char? Besser 4 plus 2 oder? Ja, da könnte ich mich jetzt rausreden. Könnte ich jetzt sagen, ich hatte den Plan, alles so auf Tempo zu machen. Die Wahrheit ist, ich habe es übersehen. Vielen Dank für diesen Hinweis. Ich habe es wirklich übersehen. Und ich habe nur auf eine Sache geachtet, auf Tempo. Was vollkommen falsch ist. Natürlich sollte man auch auf einen zweiten Basiswert setzen, nicht alles. Natürlich, wenn man komplett sagt, man will nur Tempo haben, aber dann könnte ich genauso gut auch auf andere Mods setzen. Da hast du natürlich vollkommen recht und deswegen werde ich jetzt an dieser Stelle auch gleich diesen Charakter ummodden. In der Grand Arena wird es natürlich nicht mehr eine Rolle spielen, aber für mich spielt es eine Rolle. So. Na okay, es sind ja nicht 5. Man muss so sagen, es geht ja um diesen Charakter hier. Der hat 5 plus 1. Natürlich wäre 4 plus 2 besser. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe hier einen größeren Wert auf Tempo gelegt. Muss ich dazu sagen. Aber das Problem ist auch, dass ich hier keine guten Mods bekommen habe. Also wenn ich jetzt hier auf diese hier gehe, habe ich keine Mods, die für mich wichtig gewesen sind. Ich hätte natürlich den hier setzen können. Den werde ich nämlich jetzt in diesem Fall auch setzen, aber ich verliere halt 5 Tempo. Das ist halt das Problem. Aber er hat natürlich recht, dass das natürlich sinnvoller ist. Muss man ganz klar sagen. Es ist sinnvoller. Ich werde den jetzt zuweisen. Habe ich zwar gesagt, 5 Tempo verloren, bisschen Gesundheit, aber dafür Schutz mehrer. Slicen kann ich den jetzt gerade nicht. Schauen wir mal, ob ich da Material bekomme. Es langt. Ich kann sogar einmal slicen und mit etwas Glück kann ich diesen... Nein. Aber Schutz habe ich dafür bekommen. Das ist auch in Ordnung. Somit kann ich das definitiv lassen. Ob es allerdings sich lohnt, den nochmal zu slicen, ist jetzt die große Frage. Aber dennoch vielen Dank für diesen Hinweis. Ich muss aber auch noch eine Sache dazu sagen. Ich war gestern, wo ich das Video aufgenommen habe, sehr übermüdet. Es war um 3:30 Uhr morgens und das war 16 Stunden, wo ich
Dusche auf den Beinen gewesen bin. Ich habe hier die komplette Beleuchtung für Weihnachten wieder weggemacht. Die habe ich euch ja in den Weihnachtsgrüßen habe ich euch ja die Beleuchtung hier gezeigt. Die habe ich komplett an dem Tag wieder weggemacht, dann wieder weggefahren, da wo ich sie hinmache, weil bei uns in der Wohnung haben wir leider nicht den Platz dazu. Ja, deswegen ist das alles etwas zurückgegangen. Dann habe ich auch den Computer neu umgebaut, weil ich einen neuen Laptop mir besorgt habe, den ich auch zum Rendern benutze, auch in Zukunft. Ja, funktioniert jetzt gerade nicht so, wie ich das mir vorgestellt habe. Der wird jetzt gerade zurückgesetzt. Also deswegen war das gestern etwas kurios. Nichtsdestotrotz war es berechtigt, diese Aussage zu treffen. Und somit vielen Dank. So, wenn ihr mir einen Kommentar schreibt, was ich euch in einer anderen Folge beantworten soll, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich werde es in der nächsten Folge oder auch in der übernächsten Folge gerne beantworten, wenn ich die Möglichkeit habe, sagen wir es mal so. So, das war mein erster Kommentar, den ich hier live beantwortet habe. Ah, ein schönes Gefühl. Gefällt mir. Bin sehr. Ja, also, heute geht es natürlich jetzt dann auch ein bisschen weiter mit, ich werde natürlich jetzt erstmal meine üblichen Sachen machen, ganz klar, das gehört einfach zum Tageswerk eines Galaxy of Heroes Spielers dazu, sage und schreibe 2 Splitter, also jetzt lass mich da auch nochmal einkommen. 3 Splitter. Das sind 2 mehr als gestern. So. Ha. Nein, ich bleib mir treu. Und zwar werde ich weiter an der Brut Alpha arbeiten. Keinen einmal refreshen. Ich habe 740 Kristalle. Das ist in Ordnung. Deswegen werden wir. Nee, wir werden. Ja, machen wir alles. Schatz. 4 Stück ist in Ordnung. Damit kann ich leben. So, dann zum Schluss. Zum Schluss. Natürlich. Das Wichtigste. Den guten alten Jody Bindo. Ganz wichtig, der muss immer gefarmt werden, bis er soweit ist. Dann wechseln wir natürlich in die Schiffe. Dann ihn hier. Wow. Tri-Tück. Gut. Dann natürlich ihn hier. Naja, das war jetzt halt nicht sehr sinnvoll. Das war sinnvoller. Ja, jetzt kommt halt nur einer dabei raus. Halt, stopp, das war 1 zu viel. Den wollte ich. Dann jetzt gleich nochmal refreshen. Und damit habe ich meine Refreshen durch für heute. 1 und 1, das ist in Ordnung. Und zum Schluss natürlich ganz wichtig Bosk. Der muss genauso mit 3 Stück, jetzt fehlen nur noch 4. Ohoho, das schaut gut aus. In ein paar Tagen sollte ich ihn haben. Vielleicht mit etwas Glück morgen. Vielleicht. Okay. Jetzt habe ich noch ein paar Gildenquests. 42 habe ich jetzt den. Dann haben wir hier. Moment, was ist, kommt da jetzt? Ah, die Mission. Ach, nochmal 3 Versuche in. Das könnten wir heute eigentlich auch nochmal machen. So, dann habe ich diese Quest auch abgeschlossen. Jetzt muss ich noch überlegen, was ich dann jetzt speziell noch farme mit
Schiffen. Mit Schiffen, mit Schiffen. Schiffe, 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 Schiffe. Moment. Ah, jetzt. Natürlich. Natürlich. Da gibt's ja einen, der, wo es sich auch ein bisschen lohnt, den mitzumachen. Genau. Da. Jetzt haben wir die Energie durch. So. Also. Was ich jetzt hier, was jetzt als nächstes kommt, ist natürlich jetzt kontraproduktiv. Aber ich hoffe mal, dass mein Gegner sich diese Videos nicht anschaut. Denn ich werde meine Verteidigung das erste Mal mit euch gemeinsam setzen. Also, ich bin hier auf Division 10, ganz klar. Ich glaube, dass ich das noch schaffe, dass ich Bronzium schaffe. Das glaube ich jetzt weniger. Also, rein da. Es fehlen mir 2750 Punkte. Wäre aber theoretisch gesehen möglich. Aha. So, aber auch größere Belohnungen. Deine Eventbelohnung basiert am Ende am Rang des jeweiligen Events. Gewinne jede Runde, um die größten Belohnungen zu erhalten. Tippe auf Belohnungen, um die besten Liste deines Events anzuzeigen. Genau, da wollte ich sowieso hin. So. Das sind meine Gegner. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall extrem knackig. Ja. Okay, bis jetzt sehe ich nichts, was ich nicht... Der Hortfest könnte knackig werden. Weil ich da kein Team habe, was den schlagen kann. Das kann ich schlagen. Das kann ich schlagen, obwohl es schwierig ist. Ja, sind alle eigentlich schlagbar. Ich bin auch schlagbar, gar keine Frage. Also, jetzt setze ich meine Verteidigung. Betreten. Also, das ist der große Arenatisch, an dem du dich 1 gegen 1 mit deinem Gegner messen kannst. Erhalte Banner, indem du Verteidigungsstellungen errichtet und als Angreifer Kämpfe gewinnst. Führst du mit deinen Trupps und Flotten präzise Angriffe durch, um Bonusbanner zu erhalten. Du hast jetzt die Chance, dich in der großen Arena zu beweisen. Bist du bereit? Nö, bin ich nicht. Also, setzen wir als erstes mal mein Schiff. Meine stärkste Flotte setze ich natürlich nicht. Bis auf eine Ausnahme. Also, stopp. Wir machen das jetzt anders. Wir setzen ihn hier rein. Dann natürlich die Ghost. Dann setzen wir den Thai Silencer. Und zum Schluss den hier. Dann natürlich den Teiljäger. Ich brauche insgesamt 6 Schiffe. Genau. Dann. Ah, ich kann ja nur die setzen. Das ist jetzt keine gute Kombination. Ich brauche auf jeden Fall noch einen Tank. Dann machen wir es anders. Den lassen wir weg. Und wir tun den mit rein. Genau. Ist zwar jetzt, wie gesagt, keine ideale Kombination, aber das sollte der Gegner auf jeden Fall ein bisschen Kopfzerbrechen bereiten. Also, nächstes. Wir haben natürlich jetzt plus 3, also 3 Leute. Ich habe gesagt, 1 wird auf jeden Fall meine Klone. Als Anführer, normalerweise ist der gute Rex, der Ideale, setze ich aber nicht. Fives hat natürlich auch eine Führerfähigkeit. Dann schauen wir mal, was hier.
Moment. Welches ist die bessere? Ja. Nee, das machen wir auf jeden Fall. Setzen wir ihn. So, diese drei sind auf jeden Fall meine Verteidigung. Meine erste. Dann. Also, ich habe auf gut Deutsch drei Gegner. Drei gegnerische Teams. Ich werde ein Separatist-Team setzen. Und zwar mit Nut Gunry als Anführer, Count Dooku hinterher und als Tank nehmen wir, also nicht als Tank, sondern als zusätzlichen Sunfack. Genau, weil im Angriff setze ich nämlich den Spion, den Soldaten und zum Schluss noch Brut Alpha im Angriff, weil ich habe da noch einen vierten automatisch mit dabei und das ist gleichzeitig auch ein Tank. Somit brauche ich Sunfack jetzt nicht unbedingt. So, dann haben wir den zweiten gesetzt. Das ist schon mal eine etwas härtere Nuss, die er hat. So, und zum Schluss setzen wir Chopper nicht. Genau. Ein Phoenix-Team. So, das sind meine drei, die ich in die Verteidigung setze. Das ist dann... Und dann will ich mal schauen, ob mein Gegner was erreichen kann. Ich gehe davon aus. Schauen wir mal, was der... Aha, der hat bis jetzt nicht... Der hat auch nichts gemacht. Null Gesamt. Der hat nichts gemacht. Jetzt schauen wir mal, ob einer meiner anderen Gegner was gemacht hat. Moment, sorry, dass ich nochmal rein muss. Ah, der war aktiv. Der ist auch aktiv. Der, aha, der auch. Aber der hat wahrscheinlich auch nur gesetzt. Der nicht. Das wird mein letzter Gegner, das ist sicher. Der ist nämlich schon 17.000. Und wenn ich mir sein Arena-Team so anschaue, das ist schon eine Hausnummer. Das muss man ganz klar sagen. Das ist eine echte Hausnummer. So, Verteidigung gesetzt. Grand Arena durch für heute. Dann... Zum nächsten kommen wir jetzt zum Gilden-Event. Nämlich Hut imperiale Vergeltung. Ganz klar, muss heute auch noch gemacht werden. Ich sage ganz bewusst muss. Okay. Oben wieder 2, unten 1 und 1. Das ist okay. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier... Wir können noch eine Schlacht ausführen. Das ist dann die letzte. In der nächsten Phase wird es nicht mehr gehen. Jetzt kann er natürlich auch nur diese Schiffe setzen. Und da machen wir gleich den Angriff. So. Big Starkleiter. Ausgewichen. Das ist nicht nett von dir. So mag ich das nicht haben. Das würde sowieso nichts bringen. Somit machen wir nur ein bisschen Zähigkeit runter. Und jetzt haben wir ihn weg. So, was kommt als... Oh, die Ghost.
Das ist in Ordnung, damit kann ich leben. Holen wir uns den Silencer rein. Und tu mal ein bisschen Cassian Endor verprügeln. Und auch gleich weghauen. Jetzt kommt die Ghost. Die ist ausgewichen. Das ist ja nicht nett, was die auf die ausweicht. So, jetzt holen wir noch ein bisschen Verstärkung rein. Nicht Verstärkung, sondern verstärken wir uns. Und dann hauen wir den bis dann jetzt auch noch von den Socken. Das kann ich auch. Und tschüss. So, aber jetzt kommt. Das war's. So, jetzt musste ich leider einen kleinen Schnitt machen. Wie ihr seht, hat sich ein bisschen Zeit vergangen. Aber egal, das soll uns nicht aufhalten. Jetzt schauen wir mal die Kämpfe an. Dunkle Seite, Imperium. Das klappt nicht. Und hier kann ich sowieso nur zwei machen. Also, wie schaut es oben aus? Da haben wir bereits einen Stern. Und hier auch einen. Da sind sie jetzt noch 28 circa. 24. Es spielt keine Rolle, wo ich was mache. Also, fangen wir an. Ich wähle natürlich meine Geos. Und jetzt sage ich wieder viel Spaß. Mal sehen, wie interessant das Ganze wird. Los geht's.
Das war mal sehr interessant. Vor allem die letzte Runde war ja richtig etwas heavy. Da hat der Computer mal richtige Arbeit leisten müssen. Respekt. So. So, dann haben wir das hier. Okay, dann können wir den hier. Also hier ist natürlich das Ziel, die erste, vielleicht die zweite Phase zu überstehen, aber mehrer wird es dann eher nicht werden. So, die ersten beiden Hammer. Der dritte folgt jetzt gleich. Na, wunderbar. Vader ignoriert Weitblick, der leider nicht. So, erste Phase haben wir. Also, nächste Runde. So, der erste ist down. Den will ich. Jetzt greifen wir alle an. Ja, sehr gut. Eide daraus, warum habe ich das jetzt wieder gemacht? So, jetzt schaut schon mal wieder besser aus. Wenn einer von den Eliten weg ist, dann ist alles viel, viel einfacher. Jetzt können wir uns um die restlichen Tanks kümmern. Um den restlichen Tank, nicht Tanks. Ich habe nur einen. So, jetzt schaut schon wieder. Jetzt quält's mal. Jo. Das war jetzt nicht nett. Dafür kriegst du jetzt eine Salve von meinem AT-AT. Ja, die Spione sind gut im Austeilen, aber nicht gut im Einstecken. Also, das Ziel ist auf jeden Fall jetzt erreicht. Ich glaube nicht, dass ich jetzt halt mehr schaffe als das, was ich jetzt schon erreicht habe. So, du kriegst die Erpressung und an dir arbeite ich weiter. So, jetzt kriege ich gleich Haue. Sag ich doch.
So, jetzt will ich den ersten wenigstens. Ja, wunderbar. Jetzt können wir schauen, dass wir vielleicht noch den Spion erledigen können. Ja, super klasse läuft es ja. Nein, das wird es sowieso nur verpuffen. So. Du machst den hier auf den. Jawohl. Das verpufft. Aber ich muss ihn. Das war jetzt halt nicht gut. Wow, drei Phasen. So, jetzt haben... Ja. Die machen jetzt halt kurzen Prozess mit mir. Was, der hat schon überlebt. Er hat sogar eine Runde überlebt. Erster. Ja, das war klar, dass es passieren würde. Schaden kommt sowieso nichts mehr rüber. Ist vollkommen egal, was ich mache. Jetzt kommt. Ich erledige sowieso jetzt meine sofort. Das war jetzt leider sehr klar. Trotzdem, drei Phasen erreicht. Ziel ist. Also, mein Ziel ist erreicht. Hier tun wir stationieren. Und das war's für heute. So Leute, das soll's auch für heute gewesen sein. Wenn's euch gefallen hat, gibt's dem Video Daumen nach oben. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich bin ja gerade etwas hin und weg von diesen letzten, dass das so gut funktioniert. Ach, ist das cool. Also, wenn es euch gefallen hat, gibt's dem Video Daumen nach oben, ein Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche allen einen schönen Tag. Macht es gut. Ciao, servus. Und natürlich, möge die Macht mit euch sein. Bis zum nächsten Video dann.